Willkommen zurück zu Demon's Souls, ich wollte schon sagen Dark Souls. Demon's Souls Remake für die PS5. Lang ist her, ich habe Neo 2 aufgenommen, Neo 2 komplett hochgeladen, Neo 2 ist jetzt auch erstmal durch. Und kannst du wirklich lesen? Ja. Bist du sicher? Okay. Und jetzt geht es wieder weiter mit Demon's Souls. Ich habe mich jetzt erkundigt bei einem anderen YouTuber, bei einem, den ich sehr, sehr gerne verfolge oder verfolgt habe und jetzt wieder verfolge. Und zwar bei Bruger und musste... Ach ja, das Ding da stimmt. Und weiß jetzt, wie es weitergeht. Ich weiß jetzt, wie ich auch... Ich weiß auch, dass ich eigentlich kurz 2 Meter vom Boss war. Was mich ein bisschen ärgert, weil... Ach, aua, ja, genau, deswegen. Oh, ich habe die Vibration noch an. Ach, Mann. Oh. Ja, genau. Ich muss mal ganz kurz die Situation ausmachen, das ist ja... Kommt der jetzt an oder macht er da weiter? Er macht weiter, okay. Das muss kurz sein. Das nervt. Ich möchte keine Vibration. Dankeschön. Oh, da ist er wirklich so. Hab auch gemerkt, eine normale Stichwaffe wäre eigentlich besser, aber ich glaube, ich habe gar keine richtige Stichwaffe. Das hier ist Stich und Hieb. Das ist eine Stichwaffe. Aber ein Dolch? Ihr könnt es probieren, tatsächlich. Das geht auch. Ja, komm, probieren wir es jetzt erstmal aus hier mit. Nein! Och, jetzt frisst der ein Gras. Och Mann, Neo hat mich verkorkst. An sich schnell und alles, aber den müssten wir erst leveln. Das bringt so gar nichts. Ich glaube, ich versuche das mal. Ich glaube, ich versuche den mal zu leveln. Ladezeiten sind zum Glück sehr kurz. Da müsste es eigentlich klappen. Nicht mich anzünden, bitte. Dankeschön. Ich kann euch Waffen schmieden. Das ist Wunderbärchen, Popärchen. So, wir brauchen eine Waffe. Hat der vielleicht eine Stichwaffe, ein Dolch? Das sind halt alles leider nur... Schlagwaffen. Das ist so ohne Stichwaffe sein, die Spitzhacke. Das ist doch aber Quatsch. 77. Uff. Mit was skaliert ihr eigentlich? Mit Geschick. Okay, was skaliert die Spitzhacke? Auch mit Geschick. Und die macht Stichschaden? For real? Kein Interesse, hä? Ich werte die einmal auf. Ich kann euch Waffen schmieden. Komm, wir werten die einfach einmal auf. Wir haben ja genug von den Scheißdingern. So. Bleib bloß am Leben. Also mein Ziel für die Folge ist auf jeden Fall zum Boss zu kommen. Ich vergesse auch nicht diese komische Edelsteinhöhle da. Und da es hier kein 100% Run ist, den ich auch, glaube ich, niemals machen werde, denke ich mal, werde ich auch nicht diesen komischen Tunnel da machen, dieses Labyrinth da. Das ist eine Sch... Oh, die haut schon rein. Ich glaube, die Spitzhacke ist gar nicht so schlecht für das Gebiet hier. Steht denn da, was ich... Könnte ich die nochmal upgraden, eventuell sogar? Dann würde ich das sogar machen. Komm, machen wir das nochmal. Ja, muss ja wieder ein bisschen reinkommen in Demon's Souls. Neo ist so schön schnell gewesen. Und Demon's Souls ist halt sehr, sehr langsam. So, können wir doch einmal aufwerten, ist die Frage. Ja, können wir sogar. Krass. Heftig. Geht das nochmal?
Oha, das könnten wir sogar. Nee. Boah, nochmal? Ich weiß nicht. Ist halt schon ziemlich gut, ne? Komm, machen wir. Ich könnte sie sogar fast nochmal aufwerten. Nee, ist egal. Bleib bloß am Leben. Also jetzt auf plus 3 aufgewertet. Jetzt müsste die aber ordentlich reinhauen eigentlich. Rein theoretisch. So, Viereck war Rennen oder Kreis? Kreis war Rennen, genau. Hat geklappt. Es hat tatsächlich funktioniert. Das finde ich gut. Nice. Geil, jetzt haben wir eine Waffe, mit der wir aber kämpfen können. So, denn der Boss geht dem Weg hier. Also hier geht's zum Boss. Etwa fast da angerempelt. Das war mein. Er gibt mir sogar noch eine Spitzhacke. Ne, die hinter uns kommen nicht an, okay. Du Penner! Oh nein, jetzt hab ich wieder Schaden gemacht. Oh, die sind hier aber nicht sauer auf mich. Okay, interessant. Was macht denn mein Charakter schon wieder? Oh, da krieg ich ja schon wieder Puls, ey. Das ist ein Scherz, ist das? Wieso macht der manchmal diesen komischen Box? Den hier, was ist das? Ich will einfach nur nach vorne laufen und das machen, ey. Oh, Mann. Ach, komm, leck mich am Arsch. Echt? Okay, wir müssen hier irgendwie durch. Komm. Nee, komm noch mal her. Warum kommen die jetzt hier alle an? Verstehe ich jetzt nicht. Och Mann, ey, die gehen mir alle so auf den Sack hier.
So, verschwindet er, ganz ehrlich. Ihr nervt nur. Oh, nicht die da hauen. Oh, die geben aber auch gut Loot, ey. Also, hier könnte man echt gut farmen bei den Viechern. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. So, du krabbelst da allein, das ist wunderschön. So, hier waren wir nämlich noch nicht. Abkürzung voraus. Ja. Genau, denn hier ist der Tunnel, wo wir ganz unten, das sieht man jetzt hier nicht, diese Würmer hatte. Und da bei den Würmern ist tatsächlich auch der Bosskampf, der Feuer... irgendwas Dämon. So, hier muss man jetzt nämlich runter. Na, hier steht sogar runter, das ist gut. Hier ist eine... Ist das überhaupt... Oder ist das Spiel? Ne, das ist eine Blutlache, okay. Ich sehe gar nichts. Da runter? Ernsthaft? Okay. Na, die Abkürzung ist ein bisschen asozial. Oh. Das war jetzt ein bisschen knapp. Oh, da ist auch noch ein Item. Na egal, ist ja nicht das. Ist wahrscheinlich nicht das einzige Mal, dass wir hier sind. Aber das war jetzt richtig. Ich meine, wo sind. Oh, da sind noch Oh, da sind noch Edelstein-Echsen und ich komme nicht mehr hoch. Das ist natürlich dumm. Alter, ich muss hier. Vor das Zeug zu mir nehmen die ganze Zeit. Und eigentlich müsste ich das auch noch farmen, aber ich möchte jetzt erstmal. Eventuell den nächsten Boss hier mal machen. Oh, hier ist gerade einer gestorben. Ja, nice. So. Oh, da ist auch noch eine Edelstein-Echse. Oh, die hätte ich nehmen müssen, ne? Oh, ne, hätte ich doch nicht. So, denn hier... Genau hier ist der Boss. Hier bin ich ja durchgegangen und hier waren ja dann irgendwie zwei Würmerchen auf der Seite und genau hier auf der Seite ist dann... der Bosskampf. Oh, Vollmondgras viermal. Okay, das ist heftig. Das werde ich auch direkt mal... Oh, wir haben sogar noch zunehmender Mondgras. Oh, wusste ich gar nicht. Guck einer an, ey, heftig. Hüte dich vor das feines Feuer, ja. Ein wenig sterben hat noch nie geschadet, ha. Lustig. Ah, ne, komme ich jetzt hier durch. Ja, okay. Hast du es gelesen? Was konnte eigentlich dieser Stein hier nochmal? Ich glaube, der konnte meine menschliche Gestalt zurückdingsen, dass ich volles Leben habe. Wollen wir das mal probieren oder wollen wir erstmal gucken, wie der Boss ist? Ich gucke erstmal, wie der Boss ist. Das wollte ich zwar eigentlich nicht machen, aber es war gar nicht mal so schlecht. So. Ich weiß ja, was das für ein Boss ist, aber ob mir da meine Spitzhacke viel bringt, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß aber, dass der gegen was ganz Bestimmtes, was wir natürlich nicht haben, anfällig ist, und zwar gegen diesen komischen Schneckensperma. Also gegen Magie ist er anfällig, weil Feuer ist wohl gegen Magie allgemein anfällig. Ja, der Flammschleier. Jetzt fresse ich nochmal ein Gras, weil ich dumm bin. Aua. Oh Gott.
Au! Okay, ich will den eigentlich mal angreifen, ne, aber... Oh Gott. Das macht ja so gut wie nichts. Das macht absolut gar keinen Schaden, ey. Vielleicht hätte ich da wieder mein Schwert. Vielleicht sind Schlaggriffe besser angekommen. Aber... Ich weiß es... Oh. Ah ja, Mensch. Hi. Ja. Wo ist denn jetzt? Oh, da ist noch was. Aber... Und tot. Okay. Da müssen wir jetzt leider probieren, ob da vielleicht eventuell... Die Großaxt hat zu viel Gewicht. Naja, oh Gott. Ob da das Kurzschwert sogar besser wäre. Das Drachenlangschwert würde zwar... Das macht keinen Sinn, weil das macht halt Feuerschaden und damit machen wir halt keinen Schaden. Naja. Ob wir jetzt da lebend hinkommen mit den ganzen Seelen, ist halt auch eine Frage. Das wird schon schwierig werden. Nein, die nicht angreifen, danke. Den ja eigentlich auch nicht, aber... Sonst geht der nur auf den Sack. Ja, komm. Kann ja auch. So. Okay, wir können es sogar schaffen, ohne dass die mit den Hämmern auf uns raufgehen. Das ist gut zu wissen. Ich mag diese Abkürzung hier nicht. Die ist scheiße. Und das ist ein Item. Warum bin ich nicht von da runtergefallen? Naja, egal. Das verbraucht halt immer mindestens einen von diesen... Oh, nee. Ich weiß nicht, ob das mein Sturz sogar abgefedert hat. Keine Ahnung. Oh, das... Och, nein. Jetzt... Och, Mann. Egal. Was soll's. Das ist schmutzig, ja. Das ist wirklich schmutzig. Komme ich jetzt hier runter? Nochmal da. So, wo ist hier leider? Da ist eine Leiter. Wir nehmen die einfach mal, damit wir noch ein bisschen weniger... Damit wir noch ein bisschen mehr Leben nicht verlieren, sondern, ne? Weniger Leben verlieren, so. Ungefähr die Hälfte. Ja, okay. Die Hälfte an dem Leben. So, jetzt probieren wir mal ein Kurzschwert. Mal schauen, wie viel das bringt. Erstmal heilen wir uns einmal. Zwei wäre natürlich. Warum kriege ich mal 10? Was ist da? Wer stirbt da mal? Oh, das sind meine Seelen. Mann, habe ich das schon mal. Aber. Ja, ach komm, ey, ganz ehrlich. Also. Das ist jetzt schwach.
selber jetzt durchzurennen, ganz ehrlich. Das ist mir zu doof. Komm, kommt mir nur hinterher, ist mir egal. Okay, aber. Kommt jetzt wirklich hinterher? Oh, oh Gott. Tschüss, spätestens ab hier werdet ihr eh nicht mehr hinterherkommen. Warte mal, kann ich nicht einfach hier runterspringen? Obwohl, das ist, glaube ich, derselbe Weg. Ja, das ist derselbe Weg. Und ja, ich sehe es oben, ich sterbe fast. So. Jetzt nervt mich Steam auch schon wieder. Was ist das denn jetzt hier? Meine Güte. So. Schneller wechseln. Nicht, dass wir jetzt hier die ganzen zunehmenden Mondgräser da verschauen. Weil ja nur 3000 irgendwas sehen, ist jetzt nicht so schlimm, ne? Das Spiel deprimiert mich. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt schon. Geh mal weg hier, dankeschön, dankeschön, dankeschön. Ich weiß ja nicht, ob das hier der richtige Weg ist. Das ist einfach ein Witz. Wieso hat der jetzt so viel abgezogen? Das macht gar keinen Sinn. Ey, da habe ich ja glatt nochmal Lust, nochmal hier zu sterben, ey. Nee, weißt du was? Ganz ehrlich. Einfach komplett unten angekommen. Ey, das kann doch nicht sein, ey. Ja, komm hier, zack und zack. Mein Gott, ey, muss man das wieder so machen? Die gehen halt auch nur 15 sehen, das ist so deprimierend, ey. Oh, das war knapp. Oh, scheiße. Wollte ich nicht. Ach, weißt du was? Leck mich. Die Steinfangkatakomben sind scheiße. Habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube nicht. Vielleicht sollte ich woanders weitermachen. Ich überlege gerade echt. Man muss nicht überall immer die zwei Bosse machen. Ich gucke mir mal andere Keilsteine an. Vielleicht macht mich das ein bisschen, motiviert mich das ein bisschen mehr. Ich will extra mal mein Feuerschwert wieder raus hier, also. So, das hier ist der Keilstein der Turmkönigin. Ach, das ist der Turm von Latria, genau. Wir können ja mal schauen. Warum nicht? Hoffnungskerker. Okay, erinnert ein bisschen an Bloodborne hier. Also klar, ja, ich weiß, Demon's Souls kam vor Bloodborne, das ist mir schon klar. Ich bin 9000 Mal gestorben, das finde ich gut. Klickt ein Like. Augit der Führung. Oh, was ist denn dahinter? Nebelwand. Oh, okay. Ist nicht im Turm von Latria auch der komische. Oh, was war das denn?
ich auch nicht öffnen. Der komische Magier da. Ich alles nicht öffnen. Oh, wer ist er denn da hinten? Oh Gott. Oh, was? Okay. Da hat mir Cthulhu ein Küsschen gegeben und dann bin ich gestorben. Nice. Okay, er hat mich auch ein bisschen gelähmt irgendwie. Warte mal, vielleicht. Ja, du Sau hier. Verbrenne, du Elends. Oh, jetzt habe ich Bock auf Tentakel, Alter. Ich weiß nicht, vielleicht muss man leise bei denen sein. Was ist das hier? Oh, das ist bestimmt eine Bombe oder sowas. Ach, komm. Wenn es jetzt nochmal nachexplodiert, dann lache ich. Scheint nicht der Fall zu sein. Okay. Vielleicht ist auch dieser Kerl. Cool. Ja. Cool. Vergiss bloß nicht alleine den Schlüssel. Okay. Cool. Dann nehme ich. Oh! Achso, der hängt da. Ja, moin. Hoffnungskerker 10 Schlüsse E3. Kann ich jetzt damit eventuell die ganzen Türen öffnen oder was? Oh. Wahrscheinlich ging das jetzt nur einmal. Gegenstand überschreitet maximal Gestandslast. Gegenstand. Ach, was? Da muss das ja eine Waffe sein, oder? Aber wo steht denn meine Gegenstandslast? Ah, da. Ganz ehrlich, die Dinger, die brauche ich eh nie. Die werde ich auch niemals benutzen. Wo doch, weißt du was? Ich benutze jetzt einfach mal. Bam. Und hier noch rein. Weil ich es kann. Zack. Irgendwie ist das wie Verschwendung gerade. Ich mache das irgendwie nicht so gerne. Die haben kein Gewicht. Was hat denn hier so krass Gewicht? Ja, die ganzen... Ja gut, okay. Wisst ihr was? Ich werde jetzt die Folge beenden. Ich werde die ganzen Scherben alle mal weg machen. Und ein paar Waffen ausmisten. Die sehen voll schön aus, die Dinger. Das heißt, ich gehe mal kurz nochmal zurück. Und dann gucken wir uns einfach mal den Bereich hier an, weil ich glaube, ich komme da unten in den anderen Bereich jetzt einfach noch nicht so weiter. Von meinem Skill her, das... Irgendwie kriege ich das nicht hin. Ich hoffe mal, das ist auch so ganz okay. So. Ich glaube, ich werde ich dann extra... Ja, komm, ich werde dann trotzdem das im Titel schreiben. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge von Demon's Souls drin. Hoffentlich zu einer besseren. Und tschüss.